gibt natürlich auch Begegnungen. Und von dieser Begegnung möchte ich euch erzählen. Ich habe mal eine Radtour gemacht vor 3,5 Jahren. Und da bin ich am Ungerer Bad vorbeigeradelt. Und da hat mich dieses Bild von der Wand, vom Ungerer Bad, einfach ja, fasziniert. Und da habe ich gedacht, ja, wieso hängt jetzt hier ein Bild? Ich war ganz begeistert und ich habe mich dann eingescannt und ich war dann auf der Seite von Pontre X. Pontre X ist ja ein Maler, der malt unter Pseudonym, auch immer recht gesellschaftskritisch. Er hat immer was zu sagen. Und es hat einige Zeit gedauert, bis wir zusammengekommen sind. Es hat mir ein bayerischer Rundfunksender geholfen, dass ich zu ihm Kontakt hatte. Und seitdem stelle ich ihn aus, erst in Gruppenausstellungen und dann, wie gesagt, Einzelausstellungen. Heute seht ihr eine Einzelausstellung. Und ich muss wirklich sagen, seine Bilder sind sehr markant, haben einen sehr guten Wiedererkennungswert und er hat immer was zu sagen. Ja, ich freue mich, dass es heute zu dieser Ausstellung gekommen ist. Es geht hier um Terror, um, ja, Sie sehen hier auch besondere Ereignisse wie den Tsunami. Also ich will jetzt hier gar nichts weiter über die Bilder sagen, die sprechen eigentlich für sich. Er hat ja immer diese Porträts, die so die Menschen anschauen. Und dann habe ich mir diese Headlines angeschaut, die dahinter geklebt sind. Das sind übrigens alles originale Zeitungen von dem Tag, wo es passiert ist. Und er malt seine Porträts drauf. Und er will uns natürlich auch was damit sagen. Also als ich gestern davor stand, ich hatte wieder Mitleid mit den Menschen. Es trifft eigentlich immer unschuldige Menschen, egal in welchem Land das passiert. Es nimmt mich wirklich mit. Und die Message von dem Künstler ist, das sollen wir nicht vergessen. Das kann uns jeden Tag selber treffen. Und hier ist ein Bild München, das Original ist leider schon verkauft, oder was heißt leider, es ist verkauft an den Kunstsammler. Und wir haben ja auch noch Drucke von diesem Bild gemacht, in einer kleinen Auflage, für einen Preis für 160 Euro. Also wer Münchner ist, ich muss sagen, dieses Bild gehört zu uns. Es sind natürlich auch andere Geschehnisse. Und wir müssen uns natürlich auch immer... Also ich habe gestern davor gestanden und ich habe gedacht, mein Gott, hoffentlich ist meine Familie, hoffentlich bin ich niemals dabei. Und so wird es euch auch gehen. Ihr werdet genau die gleichen Gedanken haben wie ich.